Hallo, hier ist der Björn vom LSMPD. Wir sagen, nee, wir sagen schon wieder, ich habe schon seit der letzten Aufnahme habe ich irgendwie Sprachschwierigkeiten. Ich sage herzlich willkommen. Wir spielen wieder Rogue Legacy, nachdem ich letztes Mal so richtig schön einmal am Ragen und am Rage quitten und am Mimimi machen war. Und wir gehen jetzt einfach mal. Oh, das war ganz schön laut auf den Ohren. Deswegen werde ich mich da mal ein bisschen leiser schalten. Der Assassine und noch ein Assassine und ein Shinobi. Kann ich in 3D sehen und ist sehr talentiert mit einigen Problemen, die damit einhergehen. So eine Inselbegabung. Und Baldness hat natürlich wenige Haare. Ach, kennt keine Schmerzen. Ach so, da ist die Energieleiste, glaube ich, unsichtbar. Und wir haben, ja, kann nicht richtig zaubern, weil er zwei linke Hände hat. Ja, dann ist ja, komm, wir nehmen wir mal Lady Priscilla die Vierte. Das ist ein Name, der bleibt doch im Gedächtnis. So, wir haben 3900 Gold. Magic Damage ab. Was haben wir hier? Potion ab. Potion ab, wäre ja natürlich auch mal was. Was haben wir denn hier noch? Das haben wir schon alles. 2600, um mehr Health zu kriegen. Mehr Damage kriegen wir auch bezahlt. Crit Damage auch. Crit Chance. Das kostet ein bisschen mehr. Was haben wir denn hier? Lich upgraden. Press Y to convert Max HP into Max MP. Ah, okay. Ja. Interessant. Was haben wir denn hier noch? Hier ist noch den Miner upgraden, aber das ist mir eigentlich völlig wurscht. Was ist hier unten? Gold Gain ab. Looting Skills. More Bang for the Buck. Oh, ein schönes Bäumchen. Was haben wir denn hier noch? Jetzt haben wir noch. Wir haben gar nicht mehr so viel übrig. Das können wir natürlich nicht mehr erhöhen. Das können wir auch alles nicht erhöhen. Deswegen mache ich einfach mal, glaube ich, Mana ab. Mana ab. Wunderbar. Oh, guck dir an. Ach ja, unten links sehen wir jetzt, dass wir dreimal einen Debuff für die Gegner haben, weil wir so ein bisschen schlecht waren in der letzten Aufnahme. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und ich versuche jetzt gelobe jetzt Besserung. Hier kann man schön sehen, dass er das nicht in 3D sehen kann. So, das passte ja ganz gut eigentlich. Oh, jetzt sind wir doch schon getroffen worden. So fängt es mal wieder an. Aber gleich wieder. Moment, da komme ich ja nicht runter. Ah. So, aber wir hauen ganz gut alles so ein bisschen kaputt. Das klappt doch eigentlich ganz gut. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber. Komm, wir gehen mal nach unten. Wir gehen mal nach unten links. Oh, da ist ein Auge. Der mit seiner kleinen Pike kann das natürlich gar nichts. Take no damage? Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Eine Rune, eine Vampirrune für unser Cape. Dummerweise müssen wir die alle, also die ganzen Runen für andere Sachen verwenden. Das sind ja unsere kleinen Upgrades da unten links. Aber wieso bist du denn da oben? Geh doch mal weg. So, das hauen wir auch kaputt. So, Gold rein. So, da unten. Ach, ne, warte mal, da ist nochmal Gold. Das nehmen wir natürlich mit. Das ist ja ganz klar. Gehen wir hier schon nach unten? Nein! Ach, jetzt falle ich ganz runter. Die Dinger kann ich kaputt hauen. Da kann ich nur geschlagen werden von denen. Haha. So sieht's aus, Kumpel. Yam, yam.
Und wir haben 442 Gold. Das ist wieder eins der Spiele. Es sei denn, das ist eins der bösen Bilder. Die greifen nämlich ab und zu mal an. Na, ich habe ja die Kanone da eben gar nicht gesehen. Ja, siehst du? Komm mal lieber hierher. Du kleiner grießcremiger Eiskobold. Ja, das war ja wohl gar nichts. Darf ich dich mal schlagen? So, das ist kein böses Bild. Was kann ich denn erzählen? Die E3 läuft gerade und es gab sehr viele Ankündigungen. Darunter auch die nächste Generation die nächste Halb... Die nächste Halbgeneration von Konsolen. Okay. Na, wollen wir mal gucken, was wir das hinkriegen. Na, komm her. Ah, da hat er mich erwischt. So, da ist nochmal ein Zombie. Den hauen wir auch tot. Ja, es ist ja noch keine neue, richtige Generation, aber... Aber man kommt sich schon so ein bisschen verarscht vor, indem man jetzt zum Beispiel eine Xbox oder was ähnliches gekauft hat. Was ist denn das so laut hier? Will ich hier überhaupt schon runter? Hui. Meine Güte. Was hier alles wieder los ist. Haha, ich bin irgendwie besser. Ich glaube, ich darf nicht so lange aufnehmen. Das ist das Problem. Da ist noch ein Gegnerchen. Ja, Kumpel. So langsam wie du bist. So, will ich weiter nach unten? Ach komm, wir gehen mal weiter nach unten. Ja, da war noch klar, dass da unten Spitzen waren. So. Nein, ah Mist. Genau da reingelaufen. Ah, guck mal, wir haben ein Gegnerchen. Aber wir haben nur noch 41 Energie. Bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist. Ich glaube, das ist keine gute Kombi. Auf der anderen Seite... Ach komm, was soll's. Rein da. Ach, das war der unendliche Herodotus. Die alte Kanüle. Ach, das waren die Grünen auch dabei. Aha. Okay. Es geht aber bis jetzt eigentlich, ne? Also ich bin schon früher gestorben. Ich habe aber nur noch 5 Energie. Nein! Und da bin ich natürlich auch gleich tot. Aber ich glaube, mit etwas mehr Energie hätte ich das schon schaffen können. Wir nehmen mal gleich hier den nächsten. Lady Faye. Also Lady Faye the Shinobi hat überhaupt gar keine Gendefekte. Also die gehört gar nicht zu unserer Familie. Lady Charlotte ist ein Miner und sehr dünn. Siehst du, das gehört schon mal eher zu uns. Und Lady Theresa 5 ist The Lich. Und ist flexibel und... hat Irritated Bowel Syndrome. Also sie pupst ab und zu. Komm, wir nehmen mal einen Shinobi. Auch wenn sie nicht zur Familie gehört. Sie wird halt eingebürgert dann
2500, 2400, 2200. Crit Chance können wir erhöhen. Oder Magic Damage ab. Oder wir können, da kostet 4280. Das kostet alles sehr viel Geld. Komm, wir machen mal Crit Chance ab. Critty Chance. Ich muss hier durch. Wieso hat sie denn was zu erzählen? Ach ja, richtig. Sie erzählt ja immer was. Konfirmieren und einfach mal den nächsten Level. Ja. Da fließt nicht so Geld, viel Geld. Gut, da hauen wir alles kaputt. Und, aber sonst, weiß ich nicht. Ich habe das in der The Vanishing of Ethan Carter Aufnahme schon gesagt. Ich finde es ein wenig merkwürdig, dass ja eigentlich, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie das Spiel heißt. Das neue Spiel von Hideo Kojima. Hideo Kojima. Das Norman Reedus Spiel, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist, eigentlich weiß man da noch gar nichts drüber. Das wird wieder abgefeiert wie nichts Gutes. Was ja auch in Ordnung ist, aber ich kann mir... Ich verstehe nicht, warum da so ein Hype gemacht wird, obwohl man noch gar nichts weiß. Und ich will nicht sagen, dass das Kojima das da nicht hinkriegt, ein gutes Spiel draus zu machen und auch ein interessantes Spiel draus zu machen. Ich glaube aber, man muss vorsichtig sein. Was man, ich meine, man weiß noch gar nichts und trotzdem tut man so, als hätte er schon das, dass das Spiel schlechthin abgeliefert. Haha, das ging jetzt aber richtig schnell. Und haha, da habe ich auch gerade übersteuert. Das war wieder der Wendler. Der Wendler ist auf diesen Bildern aber auch wirklich immer zu sehen. Und der Wendler war auch nicht beim Let's Dance Finale. Das ist, wo ich das weiß, das erzähle ich nicht. Da ist ein Zombie. Ah, ich bin natürlich im richtigen Moment. Lecker, lecker, yam, yam. Das fand ich nicht in Ordnung, weil die arbeiten da alle und, also einige arbeiten da hart. Meistens die Tänzer. Viele von den Promis, die da mittanzen auch. Ich glaube, ich kann schon wieder kein vernünftiges Thema finden, bei dem ich bleibe. So. Hier ist nichts mehr. Dann... Was war das denn? Sollte das etwa Absicht gewesen sein? Dann kriegen die Programmierer aber so ein bisschen Schelle links, Schelle rechts. Das ist ein großer Raum ohne Ausgang. Also mit Ausgang, aber durch den sind wir reingekommen. Nein! Ach, meine Güte. So, das Ding können wir auch kaputt machen. Dafür kriegen wir Gold. Gold, Gold. Und noch mehr Gold. Und im Tisch war auch noch Gold versteckt. Hier ist aber auch alles voll mit Gold. Ach ja, das ist ja Neo Kidder, der hier wohnt. Aber den werde ich mal ignorieren, weil Kidder ist ja der einzige Endboss, den wir bis jetzt besiegt haben. Und du bist ein böses Bild. Ist auch ein böses Bild? Nein. Du darfst da bleiben.
Da gibt es lecker Schmackofatz. Nein! Ah! Gut, wie mache ich das denn? Okay. Hui! So, damit haben wir den auch. Und den auch. Was war denn hier eben gerade los? Sehr schön. Alles kaputt machen. Überall könnte noch ein altes Hähnchenbeinchen drin sein. Ach, das war ein Gegner. Die Truhen, die Gegner sind, die gibt's ja auch. So, wie mache ich das? Ah, das böse Bild. Das böse Bild hat mich gefoppt. Ja, siehst du, das hat doch nichts gebracht. Aber die an Gold verlieren. Ja, komm, das ist doch ein Hundi, das mich gleich nerven will. Ah, guck mal hier, hier haben wir auch Gegner. Sollen wir den auch mal ausprobieren? Das haben wir. Wir haben 250. Das könnte eigentlich machbar sein. Komm, wir probieren. Wir probieren. Oh. Ponce de Leon. Oh oh. Ja, das ist, und bei euch? Nein, schade. Ah, Mist. Nein, nicht schon wieder. Hui, das war aber knapp. Halt, ich kann nicht mehr angreifen. Also, nein, ah, ich bin reingesprungen. Ich dachte, ich schaffe den Sprung noch. Try to hit enemies near the apex of the axis arc in order to hit them multiple times. Ja, aber das läuft irgendwie besser als letzte. Oder ich bin ruhiger als letzte Aufnahme. Paladin, ADHD, ADHS, der ist gay und stereoblind und der hat kein Fußpuls, aber ist Miner, also ein Miner. Komm, ich nehme mal, glaube ich, 3D hatten wir schon mal gesehen, also nehmen wir mal ADHS. Wir bewegen uns dann nämlich ein wenig schneller. Mana. Mehr Mana. Oder mehr tragen. Komm, wir machen mal mehr tragen. Guten Tag. Lassen Sie mich bitte eintreten. Die Tür eintreten. Gold. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Danke sehr. Ach du meine Güte. Was für ein arschiger Zombie. Aber die sind ja meistens arschig. Wo kommen denn? Was sind denn das hier für Gegner? Plötzlich. Aha. Das sind keine bösen Bilder. Ne, warte mal. Wenn ich so springe, geht das. So. Ach, du wackelst. Das sehe ich doch. Du wackelst, du kleines Ungetüm. Okay, das ist eine ganz normale Truhe. Das nehmen wir natürlich gerne an.